Und da geht es weiter mit Far Cry 5 und ich habe direkt eben, als ich dann praktisch auf den Ausknopf gedrückt habe, leicht in mich hineinschmunzeln müssen. Denn hier ist eine verfickte Luke. Ich renne hier rum wie so ein Affe und suche als den Scheiß und dabei ist hier eine Luke nach unten, in der sich dieser Fini bestimmt auffällt. Mann, Mann, Mann. Glaubst du, wow, Deputy, du hast ihn erwischt. Fini ja. Ist Geschichte und seine Drogen auch. Wir schaffen das Bliss aus der Welt. Das wäre doch was, hm? Ich bin stolz auf dich, Deputy. Und ich glaube, mein Sohn wäre es sicher auch. Schon leicht Oh, hallo Fini. Schon leicht peinlich. Aber ihr wisst ja, oftmals sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. So, geplündert den Sack. Was haben wir noch? Achso. Ich bin eigentlich zufrieden mit der Waffe. Das hätten wir auch noch plündern können. Das ist alles zu... Ich bin im Haus rumgelaufen, dachte, da muss doch irgendwo was sein. Ne? Jetzt vielleicht, hier geht es irgendwie nach unten, aber nein. Die Luke ist direkt hier. Phoenix Notiz. Die Techniker sind gespannt auf die neue Zucht. Ich gehe schon bald in die Gewächshäuser, um sie zu begutachten. Vielleicht gebe ich ihr dann endlich meinen Namen. Übrigens, soll es der Arzt gewesen sein, der die ganze Zeit für die anderen gearbeitet hat, für diese Kogars? Der sah doch aus wie so ein Hillbilly, das wundert mich. Wir werden aber wohl privat feiern müssen, anstatt im Rampenlicht einer akademischen Veröffentlichung. Ich will auch aber auch deshalb feiern, weil ich unsere Wette gewonnen habe. Ich suche einen guten Whisky, halte mir das Feldbett warm. Läuft, Feeny. Ja, Patricia, bitte nicht im Weg rumstehen. Ah! Ja, ich dachte, das wäre jetzt ein richtiger Forscher, der jetzt so ultra forschermäßig aussieht. Nein, nein, nein. Ich box dich. Oh. Shit. Okay, gut. Wir fliegen einfach mal zur nächsten Mission. Wir haben jetzt diesen Sack erledigt. Somit könnten wir jetzt... Erlösung. Hier, es kursieren Gerüchte über einen Ort namens Das Elend, wo Widerstandskämpfer gefoltert und getötet werden. Töte die Anführer und lege diese Einrichtung ein für alle Mal still. Das machen wir jetzt und diesmal können wir endlich sneaky beaky hingehen, denn wir haben jetzt einen Bogen am Start. Komm, steig ein. Nudel. Sehr gut, sie ist drin. Setz das Ding in Bewegung. Da vorne. Ist gar nicht so weit weg. Direkt hinter diesem Berg, über den man scheinbar klettern könnte. Im Notfall. Oh, jetzt sieht uns dieser andere Helikopter. Nee, oder? Jetzt, ob ich hier gerade nicht rausballern kann. Ich will doch jetzt sneaky peeky gleich darüber. Ich fliege jetzt noch nicht in den Rhein. Nee, nee. Wir landen kurz hier. Das sieht eben merkwürdig aus. Was ist das? Ein Bunker oder was? Wow, da kommt voll die Suppe raus. Komm, so kann ich die vielleicht irgendwie abhängen? Okay, wisst ihr was? Wir gehen darüber. Und machen das komplett geschickt, denn wir steigen jetzt einfach mal aus. Nehmen den Fallschirm und zwar jetzt! Oh shit! Oh Gott, das war echt sauknapp, Mann. Eklig knapp. Ist der vielleicht in das Feld da drüben geflogen? Oh, schade. Und der andere ist jetzt weg, oder? Sehr gut. Oh Gott, die Patricia fliegt voll dahin. Jetzt gehen wir langsam zu unserem Ziel und können endlich alle von weiter weg natzen, nicht wahr? Ich suche mir eine bessere Position. Mach das! Ich steige kurz zum krassesten Bogenschützen der Welt auf und verfehle das Ziel. Komm bitte auf zu atmen. Bam! Sehr schön. Ist das ein Boot? Ist das ein Hausboot? Oh Gott, die schreien da schon voll brutal. Vielleicht haben wir da irgendwo noch so ein Bienennest, das wir direkt anstacheln können, dass die genudelt werden. Ah, genau das. Das macht einfach... Das ist das Geile bei Far Cry, dieses Sneaky-Beaky rumgeschniedle. Luke, ich glaube nicht, dass das nur Gerüchte sind. Ein Erkundungsteam hat sich gerade gemeldet. Eine Priesterin der Sekte ist auf dem Weg zu dir. Das kann kein Zufall sein. Du hast nur ein paar Minuten, das Gebiet zu sichern. Sei vorsichtig. Oh Gott, sie was? Sie haben vermutlich Geiseln. Ah, jetzt, wo ich gerade Sneaky-Beaky machen will, habe ich nur ein paar Minuten, um das Gebiet zu sichern. Das ist doch jetzt... eine dirty for ass. Okay, wartet, wartet, wartet. Ich habe die noch nicht mal richtig sichten können, ne? Ich habe die gerade nicht markiert. Bin noch zu weit weg, denke ich. Kommt der jetzt hier hoch? Es reicht nicht. Also wir sind zu weit weg, um die zu sichten. Schade. Es ist mir zu eng hier. Wo bist du denn? Können wir uns auch in diesen Büschen verstecken? Ja, ne? Die zählen auch als Deckung. Okay. Bye bye.
Oh, nur den Arm hat aber gereicht. Da ist noch einer. Oh, shit! Oh, nein! Ja! Der wollte den Alarm aktivieren. Ha! Oh, Leute, das lief gut. Das lief echt gut. Ist das ein Feind? Ja, schade. Hätte ich jetzt nudeln können. Oh, der ist ja echt krass, der eine da. Oder ist das einer von uns? Oh Gott, das ist einer von uns, ne? Wir haben es echt geschafft und haben vor allem den Alarm verhindert. Indem wir einfach alle alarmierten Dödel weggeklatscht haben. Wunderschön. Hallo. Siehst du sie? Noch. Die transformative Wow. Macht des Ach, das Glaubens. Ist sie. Die armen, von Zweifeln geplagten Seelen werden hierher gebracht, um Tja. Erleuchtung zu finden. Und da bekommen sie hier Einläufe gemacht. Ja, super. Nicht wahr? Ich will hier nicht sterben. Hier, komm. Danke. Danke. Mehr, um mich aufzuhalten. Ja, nimm dir eine Waffe. Hilf uns. Weil ich kann mir gut vorstellen... Du bist bereit, Rookie. Wenn unser Timing stimmt, dann taucht diese Priesterin jede Sekunde auf. Shit, Mann. Wir bleiben einfach hier drin. Vielleicht... Ah, ich hätte die Leichen alle wegtragen sollen. Ne? Wo ist denn diese Priesterin? Von wo kommt die denn? Da oben kommt sie angefahren. Stell noch den da snacken. Und wisst ihr was? Direkt das Dynamit vorbereiten. Eins und zwei für alle Fälle. Haha. Bye bye. Wir sind halt dick vorbereitet. Gut, die Frage ist jetzt, woher wussten die Leute, dass jetzt hier gleich jemand kommt? Naja. Du? Ja, kämpf bitte weiter. Ich glaube, die, die da labert, ist auch die andere, die wir befreit haben. Das heißt, die picken sich immer direkt die Waffen. Oder auch nicht. Und helfen mir dann. Ich hätte von da anrutschen können. Naja, Stinke, hier ist Stinke. Aha. Befehl der Sekte. Ich weiß, es ist schwer. Es tut weh, anderen weh zu tun. Aber wir geben den Ungläubigen eine letzte Chance, uns zu sagen, wie man unser Projekt und überhaupt alles retten kann. Sie wollen helfen. Sie brauchen nur den Schmerz, damit er ihnen die Erlaubnis gibt, diejenigen zu verraten, die sie für ihre Freunde halten. Keine Sorge. Das Blitz wird deinen Schmerz wegwaschen, wenn du dem Vater auf diese Weise genug gedient hast. Das glaube ich eher nicht. Ich kann ja echt sneaky-beaky rumlaufen, aber ich hätte gerne... Wir drücken dir alle die Ja. Oh shit. Achso, halt. Da ist auch noch jemand. Ja, das sind bereits tote Leute. Ich habe ein echt tolles Fischgestell für den Smoker gebaut. Was? Der hat ein tolles Fischgestell gebaut? Ah, hier kann man hoch. Oben war noch jemand. Wir müssen jetzt noch nach ganz oben, um die eine Frau aufzuheben. Ich glaube, dann haben wir alle geil... Oh, hier ist noch eine. Jetzt kann ich weiter gegen diese Sekte kämpfen. C4, wir sind scheinbar voll. Oh, oh, das haben wir auch schon. Ich geil mich jetzt nicht an Ausrüstung auf, aber beim Preppen zählt schon die Qualität. Was, sie geilt sich nicht an Aufrüstung aus, aber beim Preppen zählt schon die Qualität der Sache, nicht wahr? Ja. Kaum bin ich nicht mehr auf dem Hut, raschelt's gleich im Gesicht. Muss weiter aufpassen. Und da ist noch jemand in dem... Gott. Komm mal her. Oh, aber er hat jetzt nicht... Aber ihr überlebt das jetzt, oder? Sehr gut. Alter? Deputy, ich muss gestehen, ich hätte nie gedacht, dass wir es so weit schaffen würden. Wo ist denn der hingeschwommen jetzt? Aber du trägst diesen Kampf zu Faith. Und sie weiß, dass sie ihn verliert. Also weiter so. Und vergiss mir Burke nicht. Deputy. Wenn du den Marshall da draußen rumwandern siehst, dann schnappst du ihn dir, Rookie. Wir müssen ihn aus dem Bliss rausholen. White House Ende. Deputy, du hast irgendwie alle Geiseln gebracht. Sorry. Freund und Helfer. Lass mich dir als Erster danken. Alle Vermissten aufgespürt. Irgendwie passt da Rookie nicht mehr. Wird mir schwerfallen, dich nicht mehr so zu nennen. Ausgezeichnete Arbeit, Deputy. Ja, wir sind Deputy. Deputy Wurstfinger. Und Langfinger, weil wir immer alles klauen. Okay. Oh, wir haben die ja gleich gepackt. Das ist jetzt aber lächerlich. Ich hoffe, dass das noch Jahrzehnte dauert, bis wir mal diese Troller hier zerjuckeln können. Ich will noch nach da vorne und diese Leiche... Wer bist du, dass du sie aufhalten willst? Diese Pilger suchen Erlösung. Shit. Störe sie nicht noch einmal. Aber Fräulein, siehst du das nicht ein, dass du die so ein bisschen auch gezwungen hast mit deinem Piss?
Blitzzeug da. Zwei Deppen, ein Gedanke. Ha! Zwei Deppen, ein Gedanke. Oh. Ah, die ist aber gerade mal ein bisschen. Die hat sogar schon die. Ach Gott! Madame, hast du die schon geöffnet? Oh, lecker schwanger. Hat die ein schönes Tat. Das ist aber ein schönes Tat. Ich drehe gerade den Kopf so, dass ich das besser sehe. Dann kann man doch gerade mal drunter spitzeln unter die Haube. Naja. Naja. Gut, weiter geht's. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr genau, was die da vorne zu bedeuten haben, diese Zeichen. Sind das jetzt auch Transporte? Gefangenentransporte. Wir haben unser Inventar gefüllt. Wo ist unser Inventar? Das ist der Shop. Das ist, ich sehe es doch, warte mal, hier das Inventar. Das haben wir alles dabei. Wir haben sehr viele Pflanzen dabei, Tierfelle und so weiter und so eine Wackelpuppe. Eine sammelbare Wackelkopffigur in der Form von Cheeseburger, dem Bären. I love cheese. Apropos, ich habe ultra Hunger. Chola die Waldfee. Chola die Waldfee. Fahren die da? Oh ja. Da haben wir mal direkt was zum Abfackeln. Hoppala. Das ist mir zu eng hier. Ja, dann geh halt raus. Ich weiß nicht, wo die jemand feststeckt. Es ist mir zu eng hier. Feindkontakt. Ich weiß nicht, ob das Feld jetzt komplett abfackelt. Nee, wir haben ja vorhin den Feuerradius getestet. Komm, komm. Es breitet sich schon langsam aus. Wahrscheinlich muss man mindestens hier noch einmal reinfeuern. Hallo. Ah, das war gar kein echter. Oh, das Feld machen wir noch geschwind, bevor man weitergeht. Das machen wir jetzt noch. Gibt es auch Punkte, wenn wir die Felder abfackeln? Wahrscheinlich, ne? Oh, Gefangenentransporter. Ah, er ist tot. Sehr gut. Patricia? Ah, sie ist noch da. Oh nein! Gefangenentransport, stopp! Ich greife das Ziel jetzt an! Nee, wartet, ich muss doch kurz die Gefangenen retten. Er fährt einfach immer weiter. Wow, 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 okay, nur ein Flugzeug. So, es ist angehalten. Kommt raus. Was ist mit der da vorne? Warte mal, du hast noch eine Mission für mich. Warte, 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 warte. Oh mein Gott! Ja. Das ist jetzt irgendwie gerade schlecht. Das Feld da oben weg. Ich muss aus seinem Schussfeld raus. Ah. So, wie sieht es mit dem Feld aus? Immer noch so viel übrig. Ist ja furchtbar. Wir brauchen eigentlich doch einen Flammenwerfer noch. Naja, habe ich jetzt die Mission angeschaltet, die nächste? Nee, scheinbar nicht. Das haben wir alles. Warum müssen die beendeten Missionen hier drin stehen? Also bitte. So, Prepper-Verstecke. Da gehen wir hin, weil das am nächsten ist. Wir müssen gleich umdrehen. Ich weiß noch kurz den Büffel da markiert oder gesehen. Weil ich das jetzt kurz. Oh! Fuck! Alter! Oh mein Gott. Ambrosia, was machst du denn? Komm mit. Jetzt kann ich halt. Ah, das war nicht gewollt. Jetzt kann ich hier den Wegpunkt. Reise zum Wegpunkt! Aber man muss echt auf Fahren drücken. Nee, ich fahr selbst. Ich bin doch kein. Also, wenn es jetzt schon nicht von alleine fährt, dann kann ich es auch direkt selbst machen. Wo ist denn der Wegpunkt? Da oben. Was da abgeworfen? Bomben abgeworfen. Schmeißt er da Bomben hin? Ist der verrückt? I think he's fearing. I think he's fearing, boys. Grüne See, ist das schön. Grafikfehler. Ist mir jetzt gerade die Frau, die ich retten wollte, in mein. Also. Töte keine Unschuldigen. Die Frau, die ich gerettet habe, ist in meinen Fadenkreuz gelaufen und hat sich dadurch umgebracht. Um Gottes Willen. Wir fahren jetzt direkt hier hoch. Da kenne ich nichts. Kenne ich nichts, Leute. Das geht ja super. Ah! Ah! Komm! Jawohl, Leute. Kletterhakenzeit. Kletterhaken tut, Kletterhaken gut. Springen? Ja, wechsel mal die Stellung. Oh, wow. Wie ich mich hochbedasselt habe. Krass. Oh Gott. Alter! Ey, die sind so grob. Das ist krass. Allein auf normal, ich will gar nicht wissen, wie es auf. Ich will gar nicht wissen, wie es auf schwer ist. Da, wo Gras ist, kann man laufen. Ja, der gute alte Grastrick.
halt nicht fein von oben. Zieh ab. Ich bin hier bei Bäumen, da kannst du mich nicht killen. Wer ist denn jetzt da vorne, mitten in der Wildnis? Warum steht denn hier jemand rum? Halt. Ich komme von oben! Ah, der schießt auf die Frau. Schieß ruhig weiter auf die Frau, das passt mal schon. Was ist denn hier los, Leute? Was ist. Das ist natürlich auch ein interessantes Ding. Hey! Was ist los? Meine Freundin sagt, die Sekte stellt seit Jahren Drogen in der alten Brauerei her. Mhm. Zuerst war ich skeptisch, aber mittlerweile glaube ich, sie könnte recht haben. Die ist halt aber nicht hingefallen, die Trulla, oder? Wo ist sie? Keine Ahnung. Ich lebe, unfassbar! Ja, unfassbar! Dass sich hier noch kein Bergtiger gekillt hat, Wahnsinn. Das fand ich bei GTA 5 damals so krass. Im Singleplayer konnte man ja jagen gehen und diverse Male, ich war gerade auf der Jagd, kommen dann diese Tiger. Wenn die dich kriegen, dann killen die dich komplett aus und du killst sie halt im Vorfeld, aber... Ich gehe da lang. Ja. Okay, der sieht mich jetzt nicht mehr, ne? Okay. Und dann wirst du einfach angefallen von irgendeiner Raubkatze und bist down. Das fand ich immer ziemlich amüsant, aber dann auch irgendwann ärgerlich, klar. Waren wir hier nicht schon? Doch, da waren wir schon. Ich würde jetzt echt gerne mit dem Quad da hochfahren, aber naja, muss ich halt Larve. Büffelzeit! Ah, ich kann eh nichts mehr einnehmen. Nein. Bombe fliegt! Nix da, Bombe fliegt! Büffel. Büffel? Der hat mich gerade gebüffelt und ist dann weggerannt. Ich greife das Ziel jetzt an! Nein. Machst du bitte nicht. Ich bin hier so offen. Der könnte mich so easy peasy weghasseln. Hab den Kohlwichser im Auge! Was? Deine Tage als Killer sind um! Was, den Kohlwichser hast du im Auge? Okay, Leute, wisst ihr, was ich jetzt einfach mache? Der ist so ein beschissener Sektenpimmel! Gib dich auf den Wanderweg hinauf zu Raptor Peak. Insektenpimmel? Also ich finde es... Wow, wow, wow. Oh Gott! Was? Willst du mich gerade echt komplett... Alter! Ich spreche gerade noch... Ah! Ich spreche gerade noch von irgendwelchen Raubtieren, die mich einfach so angreifen. Ey, Leute, ich muss hier weg. Ich werde wahnsinnig. Das Spiel packt einen. Das packt einen echt. Ah, nice. Schnell weg hier. Ich wollte jetzt gerade die Truller rufen. Ich dachte kurz, vielleicht ist es klug, die zu rufen. Das kracht, ihr Sünder! Ach, halt auf die Gosch. Lass uns doch mal gerade meinen Router hoch, glitzi putzi, rein da. Nein! Bär, du bist bestimmt voll lieb zu mir, gell? Guter Bär. Braver Bär. Geh weg, Bär. Danger, high cliffs, stay on trial. Okay. Kehre nach oben zum Raptor Peak. Gut. Ich klettere. Nicht kehre, klettere, ne? Gott. Muss ich hier irgendwie... Was muss ich hier machen? Springen! Okay. Na! Und jetzt? Kann ich... Und... Und jetzt? Leute, wo ist meine... Kann ich da wieder... Ah ja. Okay, warte, ich mach's anders. Ich geh einfach... Oh, kann ich hier hoch? Boah, was für ein Double Jump. Ja, komm, hustle weiter. Ich will einfach da oben drauf. Wie kommt man denn da rüber? Wie? Steht da gerade klettern oder Fallschirm? Fallschirm steht da. Ich hab... Ah! So geht das, meine Kinder! Hab ich natürlich gewusst. Okay, ich komm. Sie ist down. Ich kann dir jetzt nicht helfen, sorry. Aber um mir das Geschrei nicht länger anhören zu müssen, wechsle ich einfach mal eben den Partner. Dankeschön. Geh zurück, sie liegt irgendwie tot rum. Danke, ich habe ziemlich viel gelernt. Aber sie liegt immer noch dort rum. Ambrosio, Annette Bambosio.
Was soll der Geiz, oder? Oh. Aber warte, es gibt noch mehr. Alter, kannst du mich mal in Ruhe lassen? Adler, helf mir. Adler, mach den Daumen. Hier liegen Skelette. Aha. Hier liegen Skelettes rum. Skeletons. Aber das macht mir keine Angst. Ich bin ein Mann des Machens. Friedrich. Oh, habe ich jetzt super gemacht. Und weiter. Achtung! Ich greife das Ziel jetzt an! Ach, Scheiße. Okay, wartet. Ich muss halt das Seil ein bisschen kürzer machen, dass ich überhaupt dahin schwingen kann. Und dann werde ich einfach loslassen. Jetzt gleich. Achtung, in 3, 2. Nein! Keine Haken, schnell bitte! Was ist passiert? Ich hab nie im Leben auf Loslassen gedrückt. Das ist eine Lüge. Ich habe nicht auf Loslassen gedrückt. Alter! Bin ich zu stark geschwungen oder. Und dann habe ich noch so einen verkackten Pilot an meinem Arsch. Komm. Ja. Jetzt kommt da noch ein Adler. Ich hole jetzt die Trulle, Alter. Es reicht mir jetzt alles. Jetzt kracht, ihr Sünder. So. Hör auf, ich bin am Funkgerät. Sorry, ich bin gleich da. Ach, hör auf, ich bin am Funkgerät. Ich muss noch meine Höschen finden. Ach, was soll's. Das ist so ein Beachy-Beach. Rudelt am Sand darum, während sie am Telefongerät ist. Ja, so heißt es eigentlich. Gott, wie tief bin ich jetzt hier eigentlich gefallen? Ich hab das Ziel im Visier. Patricia, kannst du... Juhu. Oh, wisst ihr was? Ich dösbuddel. Ich hätte sie einfach landen lassen sollen, dass ich sie nehmen kann. Ach, dass ich mit ihrem Ding fliegen kann. Wie der Adler schon wieder kommt und mich holen will. Okay. Das wird reichen. Komm. Ah, es hätte gereicht. Ich drück nicht auf C. Ja, okay, es geht echt nicht von alleine weg. Okay. Dann habe ich vielleicht doch vorhin drauf gedrückt. Oh Gott! Was machen jetzt die Schlangen hier? Oh Gott. Warum liegt da eigentlich Stroh? Da ist noch eine. Oder ist es immer noch die gleiche gewesen? Komm. Jetzt schnell dahin. Ja, sehr gut. Okay. Schnell da rein. Boah, ey, die Aufgabe ist echt richtig in sich, die Kletterpartie hier. Ist schwierig. Gibt noch was? So, jetzt kommen wohl leichtere Teile. Aber wenn dieser Falke da wieder kommt, dieser Adlerfalke, ja, sogenannte Adlerfalke, dann bin ich genudelt. Bin ich schon ein bisschen genudelt, hier im Moment. Boah, direkt hoch. Echt hier. Aber jetzt... Geschossen vor lauter Verzweiflung. Okay. Wie er wackelt. Okay. Schön da hoch. Und all die Jahre habe ich diesen blöden Helikopter, diesen dummen Piloten bei mir. Ich frage mich, ob das Standard ist, ob der grundsätzlich da ist. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube, diese Adler können einen schon genug nerven, wenn sie einen anfliegen. Ich glaube, jetzt haben wir es gleich. Ja, noch 31 Meter. Boah. Schon wieder einer. Ob die mich runterschmeißen? Ja, die können mich bestimmt auch runterschmeißen. Ja. Ihr müsst die Adler killen! Seit wann überleben Adler irgendwelche Schüsse? Sind wir hier in einem Konflikt? So, Adlerhorst down. Ja, was für eine krasse Scheiße. Warte mal, ich hole jetzt noch ganz kurz die Frau dazu. Also irgendjemanden, nicht die Bescheuerte, die sich andauernd abknallen lässt. Ich benutze sie einfach als Bait. Weil sie mich scheinbar nicht angreifen. Oh Gott. Ey, die Mission ist sackschwer, ne? Weil ich hier diesen Homunculus noch um mich rumfliegen habe.
Und sie... Danke, wir können los. Okay. Ich komme von oben. Und ich krieg diese scheiß Adler nicht, bitte. Vielen Dank. Ich glaube, ich bin okay. Okay, komm mit. Wir gehen jetzt einfach los. Bin ich hier irgendwo richtig, oder? Alter, ich raste aus. Ich hab ja einfach eine Dauerschleife. Und jedes Mal kommt dieser Fickbeutel. So, wenn mich jetzt ein Adler noch anfurzt, bin ich down. Und ich kann nie rechtzeitig... Ah, sehr gut. Ich schieße immer, wenn die an dir dran sind. So. Der Dummkopf kommt gleich wieder. Weg, 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 weg. Ah, der kommt von hinten. Okay, da kann er mich, glaube ich, nicht. Aber jetzt kann er uns gleich wieder nudeln. Oh Gott, ich kann die jetzt kurz nicht aufheben. Ich komme von oben. Wow, 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 wow. Dran. Brauche ich die überhaupt, die Frau? Brauche ich die für irgendwas? Können die Kackadler bitte aufhören, die andauernd zu fressen? So, da drüben geht's hoch. Tod von oben. Nee, 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 nichts da, tot von oben. So, ich habe jetzt gleich die Adler weg. Schade, dass ich jetzt nicht aufheben kann. Ich bin ja voll. So, leider ist sie jetzt wieder voll im Bereich des, Ich komme von oben! Ah! Ich heb sie jetzt noch einmal auf und dann gehe ich ran. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich glaube, ich kann hier einfach hochgehen. Bevor ich jetzt hier Jahrzehnte mit der Trulla verschwende. Ja. Hier oben ist bestimmt irgendwo das verkackte Versteck. Lieg halt rum. Au. Alles klar, ich bin oben und hier ist aber nichts. Das ist echt bescheuert. Das ist so bescheuert. Ich bin mir sicher, dass die Adler einfach weg sein müssen. Die legen sie direkt... So. Dass sie aber auch nichts aushält. Ein Adler landet auf ihrem Kopf. Ey, ich glaube, ich hänge wegen dem jetzt in der Mission. Wo ist die weg? Wo ist die? Ah, oh, da ist sie. Ja, ja, ja. Labern dann. Wisst ihr, ich muss die, glaube ich, auch anlabern, aber es geht nicht, weil sie immer im Konflikt ist. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie man so unlucky sein kann wie ich. Komm, bitte sag mir jetzt das, was ich wissen muss. Jetzt sofort, nachdem ich die aufgehoben habe. Sag's. Go. Konflikt. Ich bring sie um. Das hier wäre es all die Jahre gewesen. Leck mich. So, ich will jetzt sofort wissen, was los ist. Ich glaube, ich kann mit ihr nicht reden, wegen diesem Dummkopf. Der ist einfach zu krass. Ja, ich mach mich bereit für krasse Scheiße. Und zwar für die Scheiße, wenn du von einem Adler genudelt wirst. Was? Ich kann die all die Jahre aufheben? Ah ja. Okay. Ich muss mich hier gleich wegteleportieren. No fucking chance gegen den. Sie ist immer noch im Konflikt. Kann ich mich hier auf irgendeine Art und Weise verstecken, dass er mich vielleicht jetzt erstmal nicht mehr findet? Er sieht mich jedes Mal aufs Neue. Ich kann mich hier nicht richtig verstecken. Er muss irgendwie weg, der Sack. Ich verstecke mich jetzt hier hinten dran. Und guck, dass ich mich... So. Okay. Ah, oh, er hat mich wieder gesehen. Bitte sei jetzt nicht mehr in Konflikt. Komm schon. Die hat irgendeine wichtige Info für uns. Und dieser Dödel nervt uns die ganze Zeit. Ich versuche ihn jetzt halt zu killen. Komm halt her. Du Sack. Ich nehme mir direkt hier noch eine Granate oder so in die Hand. Vielleicht treffe ich ihn damit ja irgendwie. Oh Gott, ich stehe jetzt aber gerade echt offen. Ich komme von oben! Bam! Ich stecke hier oben einiges ein. Ja, du steckst hier oben einiges ein. Wenn du einfach sterben würdest, wie wäre das, ha? Habe ich noch so ein Ding?
Nee. Tod von oben! Okay, es war noch eins zu früh, aber jetzt hole ich ihn, jetzt hole ich ihn. So, komm her, du durch. Ja, 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 laber nicht. Die macht ja gar nichts. Die steht nur rum. Ist ja wie bei Fallout. Ich komme von oben. So. Ah! Krass, Mann. Jetzt ging sie aber nach Jahrzehnten erst hoch. Was soll das? Hast du vielleicht noch irgendwie Munition dabei? Nein? Oh, schade. Wenn es jetzt nicht gleich geht, dann verpisse ich mich einfach von hier. Dann hat sie halt einfach die Mission, muss sie uns dann irgendwann anders geben. Geh einfach down, du Pisser! Er ist sogar schon am Smoken, aber ich habe keine Muni mehr. Ich muss jetzt gehen. Alle Gosch. Gott, die fucken mich so ab, dass sie mir nicht einfach die verkackte Infos geben, die Mission geben kann, die sie da gerade hat. Und der vielleicht in Raketenwerfer rum oder sowas. Nee. Ah! Immerhin Munition. Komm halt nochmal her. Vielleicht kriege ich ihn doch down. Ich werde hier durchlöchert. Ja, stürz doch bitte einfach ab. Stürz einfach ab. Gib auf. Gib einfach auf. Ja, er hat aufgegeben. Ja. Hey. Der Hundebock, der uns Jahrzehnte genervt hat, ist endlich weg. Du bist jetzt nicht immer noch im Konflikt. Halt die Gosch. Die ist jetzt nicht mit dem Kerl im Konflikt, nee. Ein Typ namens Daten seines Bunkers geschickt. Angeblich hat er Zeug verstaut, das wir brauchen können. Von innen ist er zugesperrt, aber man soll auch durchs Wasser reinkommen. Oh, das tat jetzt echt gut. Das tat jetzt echt gut, diesen Pisser abzuknallen und jetzt hier noch an die Infos zu kommen. Sehr, sehr schön. Und wisst ihr was? Ich hole mir den Lurch jetzt noch. Ha! Bye bye, my friend. Papa, my friend. Ah, Papa! Oh. Ja, wie ich da drin hänge. Okay, gut, das hat sich erstmal erledigt. Dann hole ich ihn mir doch nicht. Ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie damit gerechnet, beim zweiten Mal komischerweise, dass er direkt aufgeht. Aber ich immer, nein, man muss ja erstmal drücken, bis er aufgeht. Naja, scheiß drauf, wir haben jetzt die... Wir haben jetzt die Mission geschafft und von daher reicht mir das vollkommen. So. Achso, ja, ja gut, jetzt ist halt nicht mehr da. Eigentlich ist das irrelevant. Wir brauchen jetzt hier nicht großartig rumzusegeln. Wir können jetzt dann direkt... Was ist denn da links? Was hat denn da gerade geleuchtet? Da ist irgendein Licht... Ah, gut, einfach irgendwelche Lichter. Wir können uns direkt mit einer Schnellreise halt irgendwo hinmachen. Also ich glaube nicht aus der Luft jetzt zwingend, aber wir können es. Können wir doch vielleicht eine Schnellreise? Ja, es geht. Sehr schön. Und dann würde ich jetzt noch geschwind Sachen verkaufen am Ende der Folge. Weil, ja. Und so weiter und so fort. Ach, ich bin echt vom Pech verfolgt hier in dem Spiel. Heide, nein. Da fliegt er die ganze Zeit um mich rum und macht es mir unmöglich, angetaugt zu werden. Wow, was war das gerade wieder für ein ewiger Dampf. Oben kann man verkaufen, ne? Oder kann man grundsätzlich an jedem Ding verkaufen? Ja, ich glaube schon. Ja, kann man. Also, Beute verkaufen. Das ist die einzige Beute, die wir haben, oder was? Okay. Können wir Stapel verkaufen? Ja. Kann ich auch... Nee, nicht alles auf einmal verkaufen. Dann haben wir doch die Dinger nicht mehr. Oder brauchen wir... Weiß es zufällig jemand, ob man diese Karten auch zwingend braucht? Diese Informationen wurden auf deine Karte übertragen, du... Ist erledigt. So viel Teile, Alter. Wir holen uns noch so ein Wasserflugzeug. Aber so eins mit Flamme. Boah, es ist teuer. Trotzdem will ich eins mit Flammen. Das holen wir jetzt. Batsch, Alter. Verstehst mich. Woo! Und ich will es direkt fahren. Ja. Diese Folge noch. Oh. Leute, was haben wir da gekauft? Wie geil ist das? Oh mein Gott. Boom, bitch. Get out the way. Leute, wie krass ist das? Achso.
Sind das da vorne Feinde? Seid ihr Feinde? Wahrscheinlich nicht. Okay, das ist schwierig, also anders zu fliegen. Das ist cooler. Cooler. Was? Far Cry ist im Moment nicht verfügbar? What the fuck? Hoppala. Also was? R 1000, um die Munition komplett aufzufüllen. Diese Berge gehören Eli okay. und seiner Whitehill-Miliz. Die sind schwer bewaffnet und Außenseiter nicht gerade freundlich gestimmt. Okay. Genau mein Geschmack. Okay. Ich habe schon seit Tagen nichts mehr von Eli gehört. Er ist wohl gegen Jacob Seed in den Krieg gezogen. Aha. Hab nur was von meiner Nichte Jess gehört. Sie meinte, die Sekte hätte das Sägewerk in ein Gefängnislager verwandelt. Fang am besten dort an. Okay. Das geht schon wirklich krass ab. Ich gehe hier auch voll mit dem Kopf mit. Waren wir jetzt schon am Sägewerk? Ja, ne? Was ist das? Ein riesiges Schwätsche. Da schießen wir gerade. Ah, wir haben keine Raketen mehr. Okay, also Raketen muss man leider auffüllen für 1000, die wir jetzt nicht haben. Oh, ist das cool. Das Ding ist echt ultra nice. Da unten ist ein roter Punkt. Warum ist da ein roter Punkt? Warum ist da weit weg ein Feind? Was haben wir eigentlich hier? Nice, endlich haben wir mal auch die Lufthoheit. Das ist schön. Ich geh da lang. Steck einfach bei mir ein. Ist das hier direkt ein Feind? Ah jo. Die holen wir uns, Alter. Plündere den Truck, wenn ich zerstören. Schwieriger als gedacht. Okay, wartet. So, wo ist der Truck davor? Alter! Oh Gott! Was? Jetzt haben wir angeblich... Wie haben wir das bitte schon überlebt? Das geht doch gar nicht. Kann ich von hier auch starten? Wahrscheinlich führt das gleich zu unserem Tod. Keep coming, baby! Ja, das geht eher nicht. Oh Gott, wir können auch nach hinten rutschen hier. Okay, wartet. Komm. Ja, jetzt Vollgas. Komm. Ja. Höchst realistisch das Spiel, wirklich. Höchst realistic. Nice. Ultra nice. Das ist wirklich cool. Okay. Ja, ich werde jetzt noch eine Wasserlandung versuchen. Und dann sehen wir weiter. Also dann machen wir die nächste Folge an. Muss ich jetzt einfach komplett runterdrehen? Fallen wir dann? Vor allem stürzen wir dann ab ins Wasser oder? Ich bin ausgestiegen. Profi. So als Profi, ja. Kenne ich mich ja. Sitzt die voll in mir drin? Die Trulli? Oh, die Beine sind aber ganz schön knapp, nicht wahr? Jacqueline, das ist echt eng hier hinten. Naja, okay, Leute. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit krasser Far Cry Action. Bis dann. Ciao, ciao.